Wenn Krankheiten entstehen, dann ist heute der gängige Ansatz in der Schulmedizin, aber auch in vielen Teilen der Naturheilkunde, dass man nach den Ursachen der Krankheiten forscht. Dass man einfach schaut, wie genau ist denn die Krankheit entstanden und warum. Ein völlig entgegengesetzter Ansatz ist der von Dr. Probst. Er schaut, wie Gesundheit entsteht, weil er sagt, dass der Fokus auf die Gesundheit das wirklich Spannende ist. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Dr. Probst, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben ins Studio und wir jetzt hier endlich auch zusammen sitzen können. Und die allererste Frage an Sie. Warum genau ist der Fokus auf die Gesundheit so wichtig und nicht wie allgemein gedacht und auch gelebt, der Fokus auf die Krankheit? Ja, da schauen wir halt einfach mal die ganzen Motivationstrainer aus Amerika an, zum Beispiel Jim Rohn, das war ja der Altmeister der ganzen Motivationsmenschen da, die ja immer ja sagten, genauso wie die ganzen Gurus, die es eigentlich so gibt, dass die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt also, wenn Sie jetzt sich über Krankheit unterhalten, dann werden wir automatisch, nicht wenn wir an die Ideenlehre von Platon denken, werden wir automatisch uns mit Krankheit in der unsichtbaren Welt verbinden. Ja. Und umgekehrt, wenn wir halt Gesundheit denken, dann wird auch Gesundheit nach den Resonanzgesetzen auf uns zukommen. Das war übrigens vor 35 Jahren, da hatte ich mal so eine Vision, da war ich noch krankenversichert, da war ich ein junger, erfolgreicher Arzt. Und dann hatte ich plötzlich eine Vision, dass ich aus der Krankenversicherung rausgehen sollte, denn die Krankenversicherung, nicht jede Idee nach Platon, ist ja irgendwie eine unsichtbare Wesenheit. Und wenn Sie jetzt in der Krankenversicherung sind, dann verbinden Sie sich mit dieser unsichtbaren Wesenheit und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eben Krankheit als Entität in Ihr Leben hineinkommt. Das habe ich übrigens in all den Jahren immer wieder beobachten können. Es gibt ja viele Menschen, die sind gegen alles Mögliche versichert, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung, Lebensversicherung und Hausratversicherung gerade unlängst wieder. Und das ist hochspannend zu beobachten. Wenn Sie jetzt eine Hausratversicherung haben, dann wird früher oder später einer oder auch mehrere Schäden entstehen. Mhm. Und dasselbe ist auch eben mit der Krankenversicherung. Und wie gesagt, seit 35 Jahren bin ich auch nicht mehr versichert. Ganz abgesehen davon, da habe ich ja Hunderttausende von Euro schon gespart. Und das geht also ganz leicht eben. Man muss nur mal ins Ausland übersiedeln und dann ist man raus aus diesem Laden. Aber wie gesagt, nur so viel noch einmal. Also Salutogenese, nicht die Mediziner lernen ja Pathogenese. Pathogenese bedeutet Pathos, die Krankheit. Genau auf Griechisch die Entstehung von Krankheit. Und was mich interessiert, ist Salutogenese. Und das sind ja eben dann diese Methoden, die Methode Dr. Probst mit den vier Säulen, also gesunde Ernährung und dann halt eben auch Darmsanierung, Entgiftung und solche Dinge. Oder wenn wir es von einer anderen Seite mal angucken, schauen wir uns mal die Tiere an. Die philosophieren überhaupt nicht rum. Ich glaube, sie hatten noch hier kein Tier als Interviewpartner. Sondern die leben einfach gesund nach den Naturgesetzen Gottes, zum Beispiel Rohkost, wenn wir damit mal anfangen. Und das kann jeder Mensch auch automatisch mal ausprobieren, dass man mal eine gewisse Zeit Rohkost isst, zum Beispiel das Brot weglässt, nicht? Der Brotschnupfen ist ja ganz bekannt. Arnold Ehret, der Altmeister, hat das schon gesagt, wenn du Brot weglässt, dann wirst du halt am nächsten Morgen aufwachen ohne Schleim. Sonst ist ja der erste Gang von den Zivilisationsmenschen auf die Toilette und dann rotzen sie, dann kommt alles raus erstmal. Und wenn sie einfach mal Getreideprodukte, Nudeln, Pizza, solche Dinge weglassen, dann werden Sie nach wenigen Tagen merken, viele Patienten berichten mir das auch, also wenn Sie auf der Seite liegen, dann ist ja das betroffene Nasenloch immer geschlossen, also Sie können auf der anderen Seite atmen. Dann drehen Sie sich auf die andere Seite um im Bett, dann nach einigen Minuten wird das linke Nasenloch gestopft und Sie können rechts atmen. Und viele, gerade Frauen, berichten mir das ganz begeistert und happy. Mensch, Herr Doktor, nach Jahrzehnten, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, kann ich wieder durch beide Nasenlöcher atmen, auch wenn ich auf der Seite liege. Das ist genau dieses typische Modell. Wir sind nichts anderes als wandelnde Klärgruben, ja, die langsam aber sicher im Laufe der Jahre vollläuft. Und wenn die dann zu voll wird, dann haben wir halt eben den Stockschnupfen und jede Erkältung erwischt uns, das Immunsystem geht kaputt. Man könnte auch umgekehrt sagen, also Müdigkeit, Allergien, Schmerzen,
alles das, oder auch Depressivität, das sind alles Symptome für ein zunehmendes Vergiftungspotenzial des Körpers und das muss entgiftet werden. Also was mich interessiert, oder wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, automatisch hier mit der Ernährung, mit einer gesunden Lebensführung, Schlaf-Wach-Rhythmus und solche Dinge. Und automatisch bleibt Gesundheit als der natürliche, gottgewollte Zustand übrig. Das ist das, was ich entdecken durfte und seit 40 Jahren eben praktiziere. Okay, danke. Also nochmal zurück, die Frage ist eben, wenn ich dann eben tatsächlich, bleib jetzt trotzdem nochmal bei der Krankheit, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, wenn ich tatsächlich dann doch krank geworden bin, so, also ich bin noch nicht so weit, den Fokus auf die Gesundheit ausschließlich zu lenken, jeder geht ja da so durch seine Prozesse durch. So, und ich bleibe also in dem Thema Krankheit hängen, habe eine schwere Krankheit erwischt und dann mache ich mich auf die Ursachensuche. Das ist doch etwas, was dann, ja, also wo man eben dann doch guckt, woran genau hat es gelegen? Also was genau sind die Punkte gewesen? Ist es nicht interessant, das zu ergründen, um daran wiederum was ändern zu können? Ja, natürlich, da kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Eigentlich, die Verführung ist ja schon viel früher, hat das stattgefunden, dass wir überhaupt diesen hypnotischen Suggestionen der Ärzteschaft Glauben geschenkt haben, dass es so etwas wie Krankheit überhaupt geben könnte. Also Krankheit als irgendeine schicksalhafte Erscheinung, womöglich nur ein strafender Gott, weil ich gesündigt habe oder irgend so ein Quatsch. Nein, nein. Alles, was wir uns haben einreden lassen, aufschwatzen lassen als Krankheit, sind im Grunde genommen Selbstreinigungs-, Selbstheilungsbestrebungen des Körpers. Nehmen wir zum Beispiel eine Bronchitis. Mhm. Da haben sie Husten und der Körper möchte in seiner Intelligenz, Paracelsus hat das so wunderschön gesagt vor 500 Jahren, dieser große Arzt, jeder Mensch hat einen inneren Arzt und dieser innere Arzt weiß tausendmal mehr als alle Ärzte in der äußeren Welt, was für dieses Individuum in diesem Moment wichtig ist. Und wenn der jetzt Husten macht, dann will er halt den Dreck rausbefördern. Mhm. Da kommen wir zu dem Irrtum, zum Beispiel die Mediziner sagen einem, naja, wenn der Schleim dann grün ist, das ist infektiös oder gelb. Nein, nein, das ist dieser weiße Schleim, da können ausnahmsweise die Frauen auch mal was von den Männern lernen. Nicht gerade, wenn sie so mit Frauen zusammen sind, die räuspern sich doch dann immer wieder und dann schlucken sie das, das ist dieser weißliche, schaumige Schleim, hochgiftiger Müll, der muss rausgespuckt werden. Da können Sie, wie gesagt, von den Männern was lernen, die ja wie so die alten Müllkutscher da rum, oder Sie machen es halt mit einem Taschentüchlein, aber es muss raus, verstehen Sie? Oder Durchfall. Durchfall, da will der Körper sich von hochtoxischen Substanzen reinigen. Jetzt gehen Sie zum Doktor, der Doktor gibt Ihnen Loperamid, das ist so ein darmlebendes Mittel, und Halleluja, habe ich einen guten Doktor mit seinem guten Medikament, mein Durchfall hat aufgehört. Aber Sie merken schon, wir haben uns schon wieder ein Eigentor geschossen. Mhm. Oder chronische Erkrankungen, was Sie jetzt eben schon andeuten, zum Beispiel Diabetes, geht es um Diabetes. Nicht, da sagen uns doch die Mediziner, die Zelle, die sei dann irgendwie insulinresistent geworden. Also irgendwie so krank, die ist irgendwie verrückt geworden. Also nochmal ganz kurz, die Zelle öffnet sich natürlich für die Glucose nur dann, wenn der Körper Insulin absondert, dann wird die Zellwand aufgemacht. Der Blutzucker kann hineinkommen in die Zelle, kann dann metabolisiert werden und die Energie, jede Zelle braucht halt Energie, kann freigesetzt werden. So, dass das Insulin gefährlich ist, das wissen wir dann seit etwa 4-5 Jahren. Ganz genau habe ich übrigens auch in den Büchern detailliert beschrieben über diesen sogenannten mTOR-Mechanismus, das ist ein bestimmtes Signalmolekül, das erzeugt chronische Entzündung. Und das ist nach Auffassung von immer mehr Ärzten, da durfte ich wahrscheinlich vor 40 Jahren einer der allerersten gewesen sein, aber inzwischen gibt es wirklich sehr viele, die diese Intoxikation, diese Vergiftung auf zellulärer Ebene als das Grundübel für jede Art von Krankheit ansehen. Das ist halt einfach so. So, und ich will das gerade hier nicht, da sehen wir zum Beispiel diese Ablagerungen. Mhm. Hier haben wir also die Blutversorgung, hier haben wir dann Zellen. An einer Stelle habe ich das auch noch etwas deutlicher dargestellt, wie da eben die Versorgung mit den Nährstoffen eben abläuft. Hier haben wir das mal dargestellt. 4 Zellen sind da hier exemplarisch dargestellt. Und die Nährstoffe müssen jetzt vielleicht 1/100 Millimeter bis zu der Zelle hin diffundieren. Und dieses Zwischenzellgewebe oder Grundsubstanz, da gibt es verschiedene Namen, das muss möglichst sauber sein. Und durch die Entzündungsprodukte werden hier Ablagerungen stattfinden, die dann eine verminderte Sauerstoffversorgung der Zellen bedeuten. Mhm. Und dieser Sauerstoffmangel, das ist die Ursünde sozusagen.
Sauerstoffmangel bedeutet Energiemangel und damit kommen dann auch die Entgiftungsvorgänge, denn die Zellen, die sind wie kleine Babys, wenn sie neugeboren sind, die machen Pipi und Kaki entweder in die Windel oder hier eben direkt in das Bindegewebe. Und wenn wir da nicht laufend Reinigungsvorgänge haben, dann kommt es zu einer zunehmenden Verschlackung, Verschmutzung. Nebenbei bemerkt, was ich jetzt hier erkläre, das ist vor über 70 Jahren von dem österreichischen Anatomen Pischinger ganz glasklar formuliert worden. Es gibt Lehrstühle in China, in Japan, in Deutschland, ich weiß nicht, ob nicht in anderen Ländern auch, die das ganz glasklar belegen. Da ist keine Diskussion mehr. Die Blutgefäße, Sie wissen ja, die roten Blutkörperchen bringen den Sauerstoff, die gehen vielleicht bis auf einen Hundertstel Millimeter an die Zellen der verschiedenen Organe hier heran. Und wenn jetzt hier Dreck ist, dann kann der Sauerstoff schlecht durchdiffundieren, sodass wir Sauerstoffmangel haben. Und das ist der Grund, warum dann der Körper verzweifelt versucht, mit den weißen Blutkörperchen, mit den Leukozyten, ja, das sind so die Polizeibeamten, ja, des Körpers, genau, wie so eine Reinigungstruppe, die versuchen verzweifelt, diesen Dreck aufzufressen. Und wenn wir natürlich mehr Dreck hier oben reinstopfen, als da eben aufgefressen werden kann, umso mehr Arbeit haben, dann die, genau, dekompensiert das Immunsystem. Mhm. Da kommen wir übrigens zum nächsten, wenn ich das auch gleich sagen darf, mit ihrer chronischen, schweren Krankheit. Das ist ja, man könnte eigentlich nur weinen die ganze Zeit. Schauen wir uns also die weißen Blutkörperchen an. Jetzt kommt hier mehr Dreck rein durch unzuträgliche Ernährung, Lebensführung, die Chemtrails von da oben, Cadmium, Quecksilber, Amalgamplomben und so weiter und so weiter. Dann muss der Körper nachregulieren und sagt, ich brauche jetzt Fieber, denn mit jedem Grad Temperatursteigerung, das wissen wir auch schon seit etwa 30 Jahren, mit jedem Grad Temperatursteigerung verdoppeln sich die Immunkräfte. Also bei 38 Grad Fieber haben sie doppelt so viel Beweglichkeit der weißen Blutkörperchen. Das ist praktisch eine ideale Temperatur, um den Körper dann... Richtig, und dann bei 39 haben wir schon 2x2, also 4x so viel Potenz. Mhm. Bei 40 Grad Fieber 2x2x2 ist 8x so viel. Es gibt einen schwedischen Fotografen, der hat in vivo, also im Gewebe, die weißen Blutkörperchen, die Beweglichkeit gefilmt. Bei 40 Grad Fieber hat der Körper so viel Power, dass die mit einem Millimeter pro Sekunde da rumkrabbeln im Bindegewebe und den Dreck, den wir in unserer Unzulänglichkeit da akkumuliert haben, eliminieren. Und jetzt kommen wir zu dieser nächsten Geschichte. Das kennt jede Mutter, die vielleicht jetzt zuschaut. Das Kind kommt, was weiß ich, 10 Jahre altes Kind, das kommt mittags nach Hause, alles im grünen Bereich, um 3 Uhr Nachmittag 40 Grad Fieber, das ist Maria, das ist ja ganz schlimm. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Leider, die meisten Mütter sind halt unwissend, wie es im Propheten Hosea Kapitel 4, Vers 6 heißt, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis und dann schiebt sie dem ein Fieberzäpfchen. Mhm. Und dann natürlich geht das Fieber runter, aber der Körper, wie gesagt, hat eine eigene Intelligenz, der sagt sich dann, ja, bin ich denn blöd, jetzt kaum, dass ich die Waffe in die Hand nehme, um mal richtig mich zu säubern, wird mir das verhindert. Und das nächste Mal ist dann der Anstieg der Fieberkurve schon viel langsamer und auch nicht mehr so hoch, vielleicht nur noch 38. Wieder mit dem Fieberzäpfchen dagegen gehalten. Das nächste Mal, es wird immer langsamer, immer sanfter, immer subchronischer. Mhm. Und wenn Sie Krebspatienten haben, in all den 40 Jahren, ich kann da innerlich immer nur weinen, da kommt immer, wenn Sie die erzählen lassen, kommt dann ein Satz, wie in, dass er sagt, naja, Herr Doktor, das verstehe ich gar nicht. Nie bin ich krank gewesen und jetzt habe ich Krebs. Das sind genau die alarmenden, durch unsere Unwissenheit alarmenden Immunkräfte. Ja. Also es ist ein ganz, also insofern, wie gesagt, mich macht das ganz nervös, der Begriff Krankheit ist eigentlich nur eine Fehlinterpretation, da haben wir uns aufschwatzen lassen, da kriegen wir immer gleich so ein Etikett, wenn Sie zum Doktor gehen, ja, du hast, was weiß ich, Magengeschwür oder du hast Niereninsuffizienz. Nein, nein, der Körper versucht zu jeder Zeit das Optimale, das Beste zu machen. Schauen Sie sich mal die alten Mütterlein an mit ihren dicken Knien. Ja? Die haben eine Arthrose, das Gelenk funktioniert nicht mehr. Das erzeugt Schmerzen, der Binnendruck. Also sagt der Körper in seiner Intelligenz, nicht, wir wissen ja, wie ist der Druck definiert? Kraft pro Fläche. Also 80 Kilo müssen jetzt hier übertragen werden. Dann macht der Körper sogenannte Osteophyten. Die haben immer schöne Namen. Osteophyt bedeutet Knochenanlagerungen. Das Gelenk wird doppelt so groß, also die gelenkende Fläche ist doppelt so groß. Also wird der Druck auf die Hälfte reduziert. Ist das Krankheit? Nein, das ist nach Lage der Möglichkeiten, weil der Knorpel kaputt ist, die dumme Frau hat eben zu viel Müll gefressen die ganze Zeit.
das einzig Mögliche, was die gute Frau machen kann. Eine intelligente Entscheidung des Körpers. Der Körper macht nur hochintelligente Dinge. Ja. Diabetes zum Beispiel, ich könnte jetzt stundenlang, ich kann Ihnen alle Krankheiten, auch Krebs zum Beispiel, kann ich Ihnen sofort erklären. Also diese Insulinresistenz, nein, wir sind überfressen. Da gab es doch im Zweiten Weltkrieg in Dänemark bis zum Schluss, vom ersten bis zum letzten Tag, ein perfektes Kataster. Da konnte man nach Provinzen gucken, wo gab es was zu essen, wo gab es nichts zu essen. Und wenn die Leute hungern mussten, gingen alle Krankheiten zurück. Zahnfäule, Diabetes ging zurück, Rheuma ging zurück, Krebs ging zurück. Kaum hatten wir wieder zu essen, dann ging es wieder nach oben. Dasselbe ein gewisser Dr. Adler, das war ein deutscher Zahnarzt, der für den General Francisco Franco in Spanien, im spanischen Bürgerkrieg, genau dasselbe gemacht hat. Sie können übrigens heute noch, der hat in den Affenfelsen da bei Barcelona gewohnt. Und die ganzen Aufzeichnungen hat er da auch gemacht. In dem Moment, wenn die Leute nichts zu futtern hatten, zum Beispiel Diabetes, geht innerhalb von 2 Wochen zurück. Warum? Die ist nicht insulinresistent, die Zelle, sondern die ist proppevoll mit Glucose. Die kann nicht mehr. Das können Sie, dann spritzen die Leute zum Schluss noch Insulin. Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Mehr als voll kann ich nicht sein. Ja. Hören Sie mal, für 1 Woche, 2 Wochen, das mache ich regelmäßig seit 40 Jahren bei meinen Diabetespatienten, alle ohne Ausnahme gesund geworden. Nach 2 Wochen ist die Glucose abgebaut und dann regulieren die ganz gut. Dasselbe haben Was machen Beispiel Sie da genau bei den Diabetespatienten, wenn ich da mal einhaken darf? Genau. Was passiert denn da ganz genau? Jede Zelle muss Energie produzieren. Einverstanden? Ja. So. Und da gibt es 3 große Stoffgruppen, die wir zu uns nehmen können. Die Eiweiße, die Kohlenhydrate oder die Fette. Und jetzt ist es so gewesen, also ich habe es noch erlebt als Kind, dass früher die Leute Fette gegessen haben, also Butter und Speckschwarte und Sahne und solche Dinge. Warum? Die Fette, die Fettsäuren gehen in die Körperzelle hinein, ohne Vermittlung. Die rauschen direkt durch die Zellwand hinein. Und geben direkt Energie? Und liefern. Und dann gibt es so ganz komplexe Kaskaden an Abbauprodukten und dann wird die gewünschte Energie erzeugt. Soweit, so gut. Und dann gab es vor immerhin fast 70 Jahren, 65 Jahren, ein Amerikaner, Ansel Keys, ein Epidemiologe, der war ein Geheimagent der Zuckerindustrie und der hat gesagt, der hat die sogenannte 7-Länder-Studie veröffentlicht und hat einen scheinbaren Zusammenhang konstruiert, je mehr Fette in einem Land gegessen werden, umso mehr Herzinfarkte. In Wirklichkeit hatte der 21 Länder, übrigens da muss man mal Spiegel und Fokus ein großes Kompliment machen, die haben das jetzt vor 1,5 Jahren in einem großen Artikel dargestellt. Denn man konnte dieses Freedom of Information Act in Amerika, konnte man genau nachweisen, der hat für $50.000 Bestechungsgeld von der Zuckerindustrie eben diese Schweinerei gemacht. Von A bis Z, nehmen wir mal an, hier Deutschland, ja zum Beispiel in Berlin ist so ein scheinbarer Zusammenhang zwischen Fetten und Herzinfarkten da. Dann hat er Berlin genommen, aber alle anderen Bundesländer, wo kein Zusammenhang war, hat er einfach unter den Tisch fallen lassen. Also hochgradig kriminell. Aber die amerikanische Regierung ist gleich darauf angesprungen, hat gesagt, halt, die Fette sind böse, da wurde ja die Ernährungspyramide umgekippt. Nicht die Fette, wie Sie ja wissen, das ist heute noch die gültige Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Fette sind ganz, ganz böse, die sollen wir meiden. Und die Grundlage steht hier wörtlich, Getreideprodukte mehrmals täglich, zum Beispiel Brot, Teigwaren, Kartoffeln, Nudeln, Hülsenfrüchte. Das ist diese Gemeinheit. Und seitdem sind ja in diesen 60 Jahren alle Krankheiten explodiert. Und natürlich die ganzen anderen Vasallenstaaten der verflixten Amerikaner, nicht England, Frankreich, Schweiz, Österreich, haben auch heute noch diese Ernährungspyramide. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist das Schlimme an den Kohlenhydraten? Die Kohlenhydrate werden abgebaut zu Einfachzucker, zu Glucose. Mhm. Die Glucose kann nur hinein in die Körperzelle, wenn Insulin freigesetzt wird. Und was das Insulin für eine gefährliche Nebenwirkung hat, das wissen wir seit 5 Jahren. Das ist hier dieses Bild, dieser berühmte mTOR-Mechanismus. Wird heute noch nicht an der Universität gelehrt. Das muss man sich mal überlegen. Also da gibt es hunderte von Studien, da brauchen wir keine Sekunde mehr zu diskutieren. Insulin aktiviert dieses Signalmolekül, Mammalian Target of Rapamycin, mTOR abgekürzt. Und das erzeugt Entzündungen. Und die Entzündungen nun, die haben diese Entzündungsendprodukte, die ich Ihnen vorhin zeigte, die eingelagert werden. Und die behindern zusätzlich, wir kommen in so eine Negativspirale, behindert die Sauerstoffversorgung mit all den katastrophalen Folgen, die wir heute kennen, in jeder Form von Krankheit. Das heißt, im Körper ist das ein physikalisch-chemisches Problem, was einfach entsteht. Exakt. Wo man der Sache nicht Herr wird, wenn man den Fokus ganz
falsch lenkt, genau. Dem Ganzen dann immer noch Namen gibt und ja, dann genau. kann man das herrlich. Wobei ja auch mit den Namen nicht, also Pathogenese, Salutogenese haben wir schon gehört oder eben idiopathisch ist mir gerade neulich wieder ein Arztbericht gekommen von einem Dermatologen, ja. Sie haben eine idiopathische Dermatose. Da muss man halt ein bisschen Griechisch lernen. Also Idios, nicht der Idiot, das ist ein eigenartiger Mensch. Pathos ist eben die Krankheit. Also eine eigenartige Krankheit. Nur auf Griechisch heißt es doch hochinteressant, nicht? Idiopathisch, ja, eine idiopathische Dermatose. Kostet gleich das Doppelte natürlich, weil es ja Fremdwort ist. Also ich will nur sagen, wir werden von früh bis abend verscheißert. Und da, also ich glaube, Diabetes haben wir schon verstanden. Ja. Nicht? Diabetes kriegen wir ganz schnell weg und zwar dauerhaft. Etwas anders ist es bei dem sogenannten Diabetes Typ 1. Da muss man ein bisschen anders in die Zwickkiste greifen. Und zwar die Zellen erkennen sich an der Oberflächensignatur. Da gibt es jetzt inzwischen seit 10 Jahren ein eigenes Forschungsgebiet mit der eigenen wissenschaftlichen Zeitschrift. Und zwar die Glykobiomik, so heißt das. Und da kann man sehen, also die Zellen, zum Beispiel, also alles, wie funktioniert das Immunsystem? Alles körpereigene muss vom Immunsystem toleriert werden. Alles Körperfremde muss vom Immunsystem zerstört werden. Mhm. Und wenn jetzt die Frauen zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt keine Milch haben, dann füttern die gleich die Kuhmilch. Mhm. Kuhmilch ist ein fremdes Eiweiß. Der Körper, das Immunsystem sieht das, sagt sofort, halt, das ist ein fremdes Eiweiß, muss ich sofort vernichten. Dummerweise ist die Oberflächensignatur von der Kuhmilch ganz ähnlich der Oberflächensignatur der insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Okay. Und jetzt, wenn Sie sehr viel davon zu sich nehmen, dann kann die an sich gesunde Reaktion, nämlich die Kuhmilchen zu zerstören, überspringen auf das körpereigene Gewebe und dann, das ist eine Autoaggressionskrankheit, genau. dann wird eben der Insulin Typ 1, also der Diabetes Typ 1 erzeugt. Nebenbei bemerkt, auch bei Rheuma, genau dasselbe, es gibt ja viele Rheumatiker, die da zu uns gucken. Wenn Sie Rheuma haben, da kann ich Ihnen auf den Kopf zu sagen, das klingt gut, gell? Wahrlich, wahrlich kann ich Ihnen sagen, Sie sind ein Brotzüchtling. Warum? Auch Getreide muss denaturiert werden vom Immunsystem, hat auch wieder eine ganz spezifische Oberfläche und diese Oberfläche ist ganz ähnlich der sogenannten Synovialmembran, also jedes Gelenk hat so eine eigene Fabrik, die Gelenkschmiede produziert. Mhm. Und diese Gelenkschmiede, die geht kaputt in dem Moment, wenn jetzt das Immunsystem aus Versehen diese Synovialmembran angreift. Dann läuft das Gelenk trocken und dann knirscht es und irgendwann geht halt der Knorpel kaputt. Ganz einfache, logische Zusammenhänge. Und wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Hören Sie auf mit dem Getreide. Und schon nach wenigen Tagen geht das Rheuma zurück. Das ist halt so. Am besten glauben Sie mir kein Wort, aber prüfen Sie es nach. Jeder von uns hat doch das Laboratorium mitbekommen. Mhm. Wir brauchen gar keine Wissenschaft. Und kann dann selber experimentieren. Experimentieren, genau. Halleluja, genau. Und da wären wir beim nächsten oder überhaupt bei dem Thema. Sie haben die Dr. Probst-Methode entwickelt, vor über 40 Jahren schon. Sie sind ja Allgemeinmediziner, Studierter und auch Physiker. Ja. Das ist eine interessante Kombination, wie ich finde. Aber diese Logik, die Sie jetzt reinbringen in Ihr Verständnis des Körpers, nicht der Krankheit, sage ich mal, in das Verständnis der aller Körper, also aller Vorgänge, die im Körper stattfinden, kommen wahrscheinlich genau daher, aus dieser Doppelgleisigkeit. Ja, also vor allem, was mich sehr beeinflusst hat, muss ich gestehen, ist die Religion. Also im zweiten Brief vom Apostel Petrus, im Kapitel 1, Vers 3, da sagt der Apostel, alles hat uns die göttliche Gnade gegeben, damit wir wunderbar leben können. Also auch Gesundheit. Mhm. Ja? Und das habe ich dann halt ausprobiert. Und dann dachte ich, gucken, und wie Sie es richtig sagen, natürlich, man muss diese Substanz, die der liebe Gott uns mitgegeben hat, sollten wir halt in Betrieb nehmen. Und viele verlernen das vor lauter Fernsehen, Glotzen und Sonstiges. Dann wird es natürlich schwierig. Ja? Ja. Aber wenn wir wirklich mal versuchen, zwei und zwei zusammenzuzählen, dann wird alles wunderbar einfach, harmonisch. Und eben, ich glaube, jeder, der das jetzt heute zuhört mit offenem Herzen, muss sagen, es ist zwar leicht verrückt, was der da erzählt, aber es stimmt. Ja. Gab es irgendwann ein ausschlaggebendes Erlebnis bei Ihnen im Leben? Also, ja, natürlich. Durch Leiden prägt der Meister in die Seelen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein.
Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Also ich hatte mit 26 Jahren, ich war eine Sportskanone, einen unverschuldeten schweren Unfall, war 2,5 Jahre im Krankenhaus. Aus dem Jenseits haben sie mich zurückgeholt. Also 3 Doktorarbeiten wurden geschrieben über den Fall. Es war alles zermatscht, 50 Frakturstücke, und also insgesamt über 100 Frakturstücke über den Oberschenkel. Und ja, dann habe ich natürlich, bin ich dann jahrelang mit Krücken rumgelaufen nach diesem Ereignis. Und dann habe ich langsam gemerkt, ja hoppla hoppla, wie läuft denn das eigentlich? Also wenn du jetzt Rohkost isst, dann gehen die Schmerzen zurück. Übrigens auch eine ganz wichtige Botschaft, gerade für die Tumorpatienten, jeder hat ja einen Kranken in der Gegend, die können alle ohne Morphium auskommen, wenn sie Rohkost essen. Innerhalb von 2 bis maximal 3 Wochen Rohkost gehen auch schlimmste Tumorschmerzen weg. Fantastisch. Längeres Leben kann man vielleicht noch nicht garantieren. Aber wie eine Kerze, die irgendwann verlischt, so verlischt dann halt auch das Leben. Aber in Würde, ohne Schmerzmittel, ohne geistige Benebelung, im Kreise der Familie. Und das ist ja auch schon was, oder? Sie haben also damals in der Zeit, also als Sie den schweren Verkehrsunfall hatten, da legte sich der Schalter um, da kamen Erkenntnisse und Sie haben damals die sogenannte Dr. Probst-Methode gefunden. Ja. Den ersten Baustein haben Sie jetzt schon erzählt, der dazugehört, das ist die Ernährung mittels Rohkost. Ja. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also es genau ist so, da gucken wir mal vielleicht in diesem anderen Büchlein nach. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, vor etwa 20 Jahren, da war doch dieser Amerikaner Robert Young, der hat über den sogenannten pH-Wert geschrieben. pH-Wert nicht von 0 bis 7, das ist sauer, von 7 bis 14 ist alkalisch. Und wir wissen heute, das gibt sogar die Schulmedizin zu, dass im sauren Bereich, da können Krankheiten entstehen, im alkalischen nicht. Ganz wichtig, gar keine Frage. Und das, was ich entdecken durfte oder wieder entdecken durfte, ist der zweite, noch wichtigere Parameter, nämlich hier auf der Senkrechten dargestellt, das sogenannte Redoxpotential. Redoxpotential bedeutet, hier oben, das kennen wir, Mangel an Elektronen, das nennt man umgangssprachlich oxidativer Stress. Und Reichtum an Elektronen, also niedriges Redoxpotential, das ist das, wo Gesundheit aufblühen kann. Insgesamt müssen wir in diesen grünen Bereich reduktiv basisch, da müssen wir kommen. Nur hier ist Gesundheit möglich. Und das machen Sie mit Rohkost. Rohkost ist ein wahnsinniger Elektronendonator. Wenn Sie barfuß laufen, gerade am Strand, jeder hat das von uns mal schon gemacht, dann fühlt man sich beschwingt. Oder nach einem Ungewitter im Wald spazieren geht, da ist die Luft geschwängert mit Elektronen. Dann wird der ganze Körper geflutet mit Elektronen und wir kommen in diesen Bereich. Das ist eigentlich so das Entscheidende, warum die Rohkost so wunderbar ist. Und die Rohkost eben ist deswegen, ach ja, das ist entzündungshemmend, das ist entzündungsfördernd. Deswegen ist doch der oxidative Stress jetzt in aller Munde, oh, das ist gefährlich, oxidativer Stress, Antioxidantien und so weiter. Antioxidantien bedeutet Elektronendonator. Nur weil die Menschen heute nichts mehr lernen, früher haben wir das noch in der Schule gehabt. Heute, wir wissen ja noch nicht mal mehr pH-Wert. Neulich habe ich mit einem Abiturienten gesprochen, der hat uns so ein komisches Abitur, was weiß ich, Geschichte und Turnen, also was es alles gibt, naja, egal. Der kann nicht mal mehr den pH-Wert, ja. Soweit, wir degenerieren völlig. Vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, sondern wir müssen uns adaptieren an bestimmte andere Nationalitäten. Naja, egal. Jedenfalls, das ist eben das Geheimnis der Rohkost, dass sie Elektronendonator sind und vor allem, dass sie wenig Schlackenstoffe erzeugt. Das sind so die beiden. Nehme ich dann ausschließlich Rohkost zu mir? Also wie funktioniert das? So. Oder darf ich auch andere Sachen essen? Ja. Also wir müssen unterscheiden. Wenn Sie jetzt gesund sind und Sie möchten noch gesünder werden, dann machen Sie vielleicht 80% roh, 20% maximal gekocht. Dann haben Sie einen guten Mix. Dann brauchen Sie keinen Doktor mehr, keine Medikamente mehr und werden ein langes, glückliches Alter haben. Und bei den gekochten Sachen, ist das auch rein vegetarisch? Oder? Wäre besser. Also da gibt es ja von der Weltgesundheitsorganisation schon vor Jahren geschrieben, so ein dickes Buch, Nutrition and Cancer. Ich glaube, das gibt es inzwischen sogar in deutscher Sprache mit tausenden von Studien, die einfach zeigen, diese sauren Aminosäuren, die im Fleisch sind, die haben eben die Eigenschaft, dass sie uns halt hier automatisch in den sauren pH-Wert drücken. Also hier unten kommen wir dann hin. Und das ist nicht gut. Das ist übrigens auch das Geheimnis von der Johanna Budwig-Diät.
nicht mit dieser Quark-Leinöl-Diät. Da werden halt auch die Elektronen freigesetzt, eben beim Merck. Aber sie haben natürlich als Nebenwirkung die Aminosäuren, die dann auch wieder uns verschlacken. Also das aber nur nebenbei. Und ob Sie oder wie lang Sie jetzt eine strenge Diät und wie streng Sie die machen sollten, das kann man anhand der dunkelfeldmikroskopischen Blutuntersuchung. Okay, nochmal zurück. Also Diät haben Sie jetzt gesagt. Das heißt, beziehungsweise es ist ja eine Therapie. Eine Therapie mache ich ja bekanntlich für eine ganz bestimmte Zeit. Also um mir, wie Sie sagen, Konzentration auf Gesundheit. Ich will mein Körperschiff sozusagen umlenken, in einen neuen Bereich, einen neuen Fokus geben. Und da nutze ich erstmal eine Zeit, um eine bestimmte Therapie anzuwenden. Absolut, genau. Rohkost. Ja. So wie wenn Sie einen Beinbruch haben, dann müssen Sie auch 6-8 Wochen Ruhe geben. Wenn das wieder geheilt ist, können Sie ja wieder tanzen. Ja. Wobei, eben, wir haben ja schon einleitend von diesem Klärgrubenmodell gesprochen. Ja. Nicht im Waschbecken, da kommt oben das Wasser rein und unten läuft es dann wieder aus. Und wenn jetzt oben mehr reinkommt, als unten raus kann, dann wird das Waschbecken volllaufen und schließlich überlaufen. Nicht? Und so sind wir Menschen aufgebaut. Das, was wir uns haben aufschwatzen lassen, es sei Krankheit, ist einfach, die Klärgrube wird immer mehr und mehr gefüllt und dann läuft die Klärgrube Mensch über und das Überlaufen, das ist das, was als Krankheit gemacht wird. Das ist so der letzte Tropfen dann noch auf den heißen Stein, den man kennt. Das können Sie ja schon bei Gichtpatienten beobachten, ja. Die leben drauf los, egal, aber dann das letzte Stückchen, was weiß ich, und dann läuft die Klärgrube und dann haben sie eben die Probleme. Ganz typisch. So. Da können Sie auch diese ganzen, auch biblisch, man kann alles, die Heilige Schrift kann man sogar da sehen, 2. Buch Mose, Kapitel 20, das mit den 10 Geboten, die sogenannten Erbgifte, nicht? Ich will euch strafen bis ins 4. und 5. Glied. Also wenn wir ein Baby bekommen, auf die Welt bringen, dann hat es bereits Erbgifte von den Vorfahren, von den Urgroßeltern, von den Großeltern, von den Eltern. Und das wird immer schlimmer. Ist das gespeichert in den das Zellen? Das wird natürlich, oder? Das wird zellulär abgespeichert. Das ist ja die als Information oder richtig als Track, sagen wir jetzt mal. Das ist ganz neu, gerade aus dieser glykobiologischen Forschung. Das wird auch direkt physisch als Verschlackung dargestellt. Das ist doch der Grund, haben Sie doch, also vor, ich weiß noch, als ich studierte, vor 50 Jahren, also wenn da mal ein Krebspatient war unter dem 60. Ja, da oben auf Station 14, hast du gehört, da ist einer, der ist noch nicht 60 und hat schon Krebs. Ja, das heute, war relativ selten früher. Ja, genau, heute gibt es Kinderonkologie, das muss man sich mal überlegen. Keiner fragt, was ist denn da irgendwie schiefgelaufen? Ah, und da gibt es den Zusammenhang, dass das schon in 4 Generationen... Natürlich. Hat schon das Desaster stattgefunden. Habe ich auch hier in einem Kapitel beschrieben, Weston Price, das war ein amerikanischer Zahnarzt, und es gibt die Weston Price Pottinger Stiftung. Und der Pottinger, das war auch ein Arzt, der hat das mit Katzen gemacht. Haben die in der ersten Generation ein bisschen denaturierte Milch bekommen. Und in der ersten Generation gab es keine Probleme. In der zweiten Generation war die Geburt von den Jungen schon schwierig. In der dritten Generation gab es schon viele Totgeburten. Und ab der 4. Generation, und wenn wir Menschen das jetzt mal übertragen wollen, wir sind jetzt auch in der 4. Generation nach dem Beginn der modernen Ära, vor etwa 100 Jahren, der degenerierten Krankheiten. An jeder Straßenecke, also ich wohne ja hauptamtlich in Bolivien, und man denkt, es ist ein armes Land, ist es auch, aber an jeder Straßenecke gibt es dort diese Inseminationskliniken. Nicht? Die Frau funktioniert, der Mann funktioniert, aber zusammen geht es halt nicht. Ja, okay. Und das sind genau diese Schlackenablagerungen. Übrigens, neulich hatte ich wieder eine Patientin. Also in Deutschland kostet ja so eine Insemination 5.000. Also künstliche Befruchtung. Künstliche Befruchtung. Genau. Da muss der Mann den Samen spenden und dann wird das da unter dem Mikroskop zusammengebastelt. In Deutschland kostet das 5.000, in Bolivien 15.000 Euro jedes Mal. Das muss man sich überlegen. Also man denkt, das ist ein Entwicklungsland, mag ja auch sein, aber in manchen Dingen sind die noch viel, viel fortschrittlicher als Deutschland. Ja. Also was die Geschäfte, die dann entsprechend dahinter... Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber... Gut. Das ist, was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Darum hält der Arzt auf, dass er lebe und zwischen beiden in der Schwebe. Also hochinteressant, neulich hatte ich ein Ehepaar, die haben das schon 6-mal gemacht. Jetzt überlegen Sie mal, was das kostet. Ja. $100.000, für $100.000 hast du dort ein tolles Haus. Gut, also jetzt haben wir schon 2 Problematiken. Also wir haben diese Ablagerung durch die Ernährung, durch die falsche Ernährung und dann eben, wie Sie gerade erzählt haben, schon in der 4. Generation, weil wir einfach von unserer ganzen Ernährung uns ganz anders entwickelt haben, gar nicht mehr in dem, so wie es eigentlich sein sollte, auch mit gewissen Hungerzeiten dazwischen.
Natürlich ist das furchtbar, wenn ein Krieg da ist und der Hunger sozusagen notgezwungenermaßen dabei entsteht als Folge dessen. Aber es gibt ja auch das Fasten, also das, sagen wir mal, künstliche Hungern, oder? Kann man das ja so nennen? Das Beste, das ist Nonplusultra. Das mache ich bei allen Patienten. Und da muss man sich auch wieder fragen, es gibt die sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst. Und Fasten, gerade dort, wo es am wirksamsten wäre, ist verboten nach diesen Regeln der ärztlichen Kunst. Zum Beispiel bei Rheuma, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kann ich Ihnen auch ganz kurz gleich mal erklären. Also wir haben jetzt, wenn wir uns das mal hier anschauen, das ist das also ganz wichtige Bild da von dem Pischinger. Da haben wir also das Zwischenzellgewebe, in dem der Dreck eingelagert wird. Ja. Und das ist das größte Organsystem, etwa 15 Kilo für einen normalen Menschen, an dieser schwammartigen Struktur, dass wir so schön weich und mollig eben sind. So, und genau wie eine Hausfrau... Ist das diese Unterfett? Überall, das Unterhautgewebe, auch zwischen den Organen, genau. Und so weiter. Mhm. Also überall. So, und das läuft jetzt langsam aber sicher voll. Und so mit dem 40., 45., 50. Lebensjahr hat der Körper Schwierigkeiten, noch ein Plätzchen zu finden, wo er den Dreck einlagern könnte. Ja. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder krepiere ich, weil dann nachher nichts mehr durchkommt an Sauerstoff, dann sterbe ich an Sauerstoffmangel. Ja. Oder aber ich habe ja etwa 100.000 Kilometer Blutgefäße. Was steht denn dem im Weg? Ja, ab sofort tue ich den Dreck einlagern in die Blutgefäße. Innerhalb der Blutgefäße. Innerhalb also der wenn Blutgefäße. Ich hier die, genau. Und dann natürlich können Sie sich vorstellen, wenn der Dreck jetzt eingelagert wird, dann wird das Lumen, wird kleiner und dementsprechend muss der Körper natürlich den Druck erhöhen, damit noch die Perfusion, die Durchblutung sichergestellt ist. Genau. Merken Sie, ja, der hat Hochdruck. Ist das eine Krankheit? Nö, der Körper sagt ja, Sakradie, ich meine, ich brauche ja da Blut im Herzen, im Gehirn und so weiter. Ja? Also muss ich den Blutdruck erhöhen. Mhm. Und was machen die Doktors? Die geben Ihnen dann ganze Medikamente, das ist ja das größte Geschäft überhaupt. Nicht? Das sind auch wieder lähmende Medikamente, denn die äußerste Wand der Blutgefäße, das ist eine Muskelschicht. Und die wird gelähmt, sodass das Blutgefäß weitgestellt wird. Nicht? Dann ist es maximal weit, trotz der Verschlackungen da innen drin. Mhm. Aber die Regulation funktioniert nicht mehr. Wenn Sie jetzt plötzlich aufstehen, normalerweise muss ich sofort in den Beinen, müssen sich die Blutgefäße eng stellen, damit das Gehirn genügend Blut behält. Mhm. Sonst plumpst ja alles nach unten. Mhm. Und deswegen natürlich auch in der mittleren Etage, nicht? Impotenz und solche Dinge. Mhm. Ja, also der Blutdruck, den bekommt man zwar rein äußerlich in den Griff, optisch. Auf dem Messgerät ist das, schaut das dann wunderbar aus. Ja. Aber das, was rein physikalisch wiederum im Körper stattfindet, ist eine Katastrophe. Genau. Und anstatt, dass man da wieder anfängt, biologisch mit der Natur zu denken. Und auch wenn Sie gucken, alles ist doch rhythmisch. Ja? Schlafen, wachen, einatmen, ausatmen. Nur beim Futtern. Tag und Nacht am liebsten, da gibt's, habe ich hier auch geschrieben, mit Menschen darf man die Versuche nicht machen, aber im Tierversuch, übrigens, jetzt kommt mal der Werbeblock, hier habe ich alles anhand der wissenschaftlichen Primärliteratur dokumentiert. Also nicht, was meint der Propst oder was meint Erfahrungsmediziner, sondern wissenschaftliche Studien. So wie ein juristischer Schriftsatz, Behauptung, Beweis, Behauptung, Beweis. So, und da zeigt sich zum Beispiel im Tierversuch, ich erinnere mich ganz lebendig, ich war mal bei so einem Fischzüchter, da habe ich mir die Teiche angeguckt. Da kam, wenn wir in die Nähe des Teichs kamen, da kam wie eine schwarze Wolke da unter der Wasseroberfläche. Und da hat er mir das erklärt. Die Fische müssen immer leicht hungrig sein. Mhm. Sonst kriegen die alle Tumoren und sind nicht mehr verkäuflich. Ja? Und dasselbe kann man also bei x Tierarten gemacht. Und da muss man mal ausnahmsweise wieder den Amerikanern ein Kompliment machen. Die amerikanischen Schauspieler, die müssen ja da auf ihre Figur achten. Die haben, egal was die Doktors sagen, das darfst du nicht und sagen, gefährlich, ist ja alles gefährlich. Die Frage nur, für wen ist es gefährlich? Also nicht für den, der fastet. Ja? Mhm. Und denn die haben dann angefangen mit dem Fasten, Längerlebigkeit. Ich weiß noch, ist auch unlängst in Bolivien hatte ich eine Patientin, die wollte nach Santiago de Chile zu so einer Schönheitsoperation fahren. Und dann habe ich sie natürlich auch überzeugt, habe gesagt, doch Quatsch, von außen da was zu machen. Machen Sie das Fasten. Die von innen her. Von innen. Schönheit und Krankheit, alles kommt von innen nach außen, nicht von außen, das ist dummes Zeug. Alles muss von innen nach außen erblühen. Und das hat die gemacht und hat dann 10, 15 Kilogramm verloren.
20 Jahre jünger und natürlich kam dann jede Menge andere. Genau dasselbe auch von der größten Kirche in Santa Cruz. Auch die Ehefrau, die kam, die war auch dann hinterher wie neugeboren natürlich. Ist ja klar, man regeneriert von innen. Und da kam dann die ganze Gemeinde, die ganzen Frauen kamen, da waren dann total happy. Also es funktioniert. Wie gehe ich das Thema Fasten am besten an? Genau. Ach, jetzt schauen wir uns mal so ein Tier an. Das ist ein Tier, das hat sich jetzt verletzt. Und dann verkriecht es sich da im Unterholz und frisst nichts und säuft nichts, ist da eine Woche und nach einer Woche ist es gesund. Diese Versuche hat vor 100 Jahren ein gewisser Arnold Ehret gemacht. Und ich habe die Versuche nachgemacht. Der hat einfach unter verschiedenen Kostformen sich geritzt und hat geguckt, wie lange ist die Heilung. Und das habe ich auch gemacht. Nicht, glauben Sie auch mir nicht, aber probieren Sie es aus. Sie essen Ihre normale Diät, schlitzen sich hier auf, das blutet und nach vielleicht einer Woche, 10 Tagen ist es abgeheilt. Dann essen Sie Rohkost, dann geht das schon in 4 Tagen. Und dann fasten Sie, dann ist es in 2 Tagen tipptopp. Also was will ich sagen? Diese ganzen akademischen Erörterungen, die wir machen, die sind für uns gedankenverseuchte Menschen eigentlich. Ein Tier, die machen das halt einfach. Übrigens die Babys auch, wenn Sie mal gucken, Sie können auch die Aften bei den Kindern. Das ist auch wieder... Ist das eine Krankheit? Nö. Das Kind soll sich nicht dauernd überfuttern. Und der Körper natürlich, der sagt ihm, hör auf, aber da kommt ja die Mutti und die Großmutti. Die alle sagen, essen. Du musst unbedingt essen. Und das dann ist ganz sagt wichtig. Der Körper, jetzt reicht es aber wirklich. Und dann kommen die Aften, die können nicht mal mehr trinken, solche Schmerzen haben die. Natürlich auch die doofen Ärzte, die geben dir dann irgendwie Lokalanästhetika, aber das hilft meistens auch nichts. Und dann haben die halt mit den Aften mal endlich ein paar Tage Ruhe. So einfach ist die so, Welt. Dass kaum oder keine Nahrung zu sich genommen werden kann, vor allem Flüssigkeit, das ist das. Ja. Oder was empfehlen Sie da? Wasser. Hat schon Pindar, der große griechische Schriftsteller, hat gesagt, to ariston men hydor. Also Ariston, nicht Aristokratie, das sind die Besten. Hydor, das ist das Wasser. To ariston men hydor, das ist einer der bekanntesten Sprüche der alten Griechen gewesen. To ariston men hydor, peng aus. Mhm. Wie viel Wasser? Ja, hochspannende Frage, da haben Sie recht. Und zwar, die meisten Menschen gucken ja immer, wie viel trinke ich. Mhm. Ja? Erst bei dem Wetter mit dieser Hitze trinken Sie 2 Liter, aber wenn Sie schon 2-3 Liter wegschwitzen, da haben Sie nichts mehr. Deswegen mich interessiert nicht, was Sie hier oben reinstopfen. Wichtig ist, was kommt unten raus. Und zwar alle 2 Stunden maximal, vor allem nachts. Es gibt eine sogenannte zirkadiane Rhythmik, tageszeitliche Rhythmik. Vor allem nachts sollten wir wenigstens alle 2 Stunden reichlich auf die Toilette gehen können zum Pinkeln. Ganz einfach. Am besten, man guckt den Morgenurin an, der sollte keine starke Verfärbung haben, sollte keinen starken Geruch haben. Ist ja auch logisch, verstehen Sie? Was macht denn die kluge Hausfrau, wenn sie einen Fleck hier haben mit Wasser? Immer noch der Fleck, viel Wasser, Wasser, immer mehr Wasser. Mhm. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, das heißt also, man muss das individuell ausprobieren, wie viel Wasser ich brauche. Es gibt keine Regel, sondern man muss einfach beobachten, mich selber wahrnehmen, was passiert denn da tatsächlich in meinem Körper? Wenn ich mir Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. So ungefähr. Mhm. 4 Säulen haben Sie da. Erster Punkt. Darf ich Sie unterbrechen auch? Erster Punkt Ernährung, dazu würde subsumiert werden auch das Fasten. Zweiter Punkt, hier kommt der Darm. Dritter Punkt die Entgiftung und vierter kommt dann das Spätere. Danke, genau. Dann haben wir jetzt, dann sind wir sozusagen, haben wir den ersten Punkt. Den ersten Punkt haben wir abgearbeitet. Dann wären wir jetzt bei dem zweiten Punkt, den haben Sie gerade angesprochen, das ist der Darm. Und ich habe gelesen, Sie, weil Sie so viel mit diesen Sprichwörtern und so weiter arbeiten, Darm gesund, dann ist auch der Mensch gesund. Eine ganz alte Weisheit. Ja, das hat der Hippokrates schon gesagt. Darm gesund, Kern gesund, Darm krank, Mensch krank. Und das ist tatsächlich eine ewige Wahrheit. Warum? Erstens einmal, der Darm enthält 80% des Immunsystems. Ja. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, das Immunsystem muss tipptopp funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir an Krebs denken. Krebs, Sie haben tausende von Krebszellnestern, jeder Mensch, schon kleine Neugeborene. Das ist nicht das Problem. Die weißen Blutkörperchen, die müssen auf Zack sein, dann kommen die, umarmen die Krebszellen, gar kein Problem.
Das heißt also, wir müssen das Immunsystem pflegen. Und das hängt engstens mit der Darmflora zusammen. Und das war ja diese geniale Entdeckung, die ich hier in diesem Buch dargestellt habe, dass nämlich die Redox, das Redoxpotenzial kann man ganz massiv senken durch die Gabe von elementarem Schwefel. Der elementare Schwefel verändert das Darmmilieu, die bösen Bakterien sterben ab, die guten überwuchern, sodass wir in diesen grünen, reduktiv-basischen Bereich kommen. Das ist das Geheimnis. Und wenn der Darm gesund ist, dann bessern sich alle Probleme. Das Immunsystem, die Allergien gehen weg, Depressionen gehen weg zum Beispiel. Das ist praktisch eine chronische Entzündung durch diesen oxidativen Stress im Zentralnervensystem. Das ist ja überhaupt die Frage. Diese vielen, vielen Krankheiten, die wir kennen, das ist eigentlich immer nur eine Grunderkrankung, nämlich oxidativer Stress in Verbindung mit Übersäuerung. Und wenn wir einfach jetzt hier darauf achten, dass wir genügend Elektronen immer im System haben, dass wir den Darm sanieren, dass dieser Leaky Gut, diese durchlässige Darmwand wegkommt. Genau, erklären Sie das kurz. Was genau ist das? Ja, das erkläre ich Sickerdarm, ne? Sickerdarm, genau. Das erkläre ich mal hier an diesem Bild. Das wird also anhand von vielen Bildern ist das hier dargestellt. Wir schauen uns nochmal dieses Bild an. Ganz wichtig, die Darmzotten, die haben eine einlagige Zellschicht, die das Darminnere vom Körperinneren trennt. Hier sehen wir das nochmal vergrößert. Wir haben hier also die einlagige Zellschicht. Und wenn jetzt eine schlechte Darmflora da ist, die sehr stark vom oxidativen Stress geprägt ist, dann werden hier kleine Löcher gebrannt. Normalerweise halten die Zellen zusammen durch diese sogenannten Tight Junction. Das sind so wie kleine Druckknöpfchen. Und dann können die sogenannten Exotoxine, das ist der vornehme Name für unverdaute Speisereste, können dann durch die Zellen hindurch ins Körperinnere und ruinieren uns langsam, aber sicher das Immunsystem. Mit der Folge Autoimmunerkrankungen und so weiter. Also das ist ein ganz fundamental wichtiger Punkt. Darmgesundheit, damit wir in Ordnung kommen. Und das geht ganz billig, spottbillig mit dem Schwefel. Habe ja, jetzt gleich die auch nächste mich Frage selber entdeckt, wiederentdeckt. Paracelsus zum Beispiel, wenn Sie mal gucken wollen. Paracelsus, der vor 500 Jahren gelebt hat, müssen Sie mal einen Lebenslauf lesen. Der war ein ganz normaler Doktor, aber dann hat er mit Schwefel angefangen. Da können Sie genau die Spur, den Lebenslauf beobachten. Der begann in Basel, da musste er dann fliehen, weil natürlich die Leute wurden gesund, die Doktors hatten nichts mehr zu tun. Dann ging es nach Freiburg, dann nach Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg. Müssen Sie mal gucken, wie so eine Perlenkette. Überall gab es Stress mit dem Schwefel. Schauen Sie Karlsbad an in der Tschechoslowakei. Ja? Karlsbad, da hat sich eine ganze Stadt drumherum gebildet. Nicht? Tolstoi war da ein halbes Jahr, hat seinen Darm auskuriert. Die haben dann dieses Schwefelwasser getrunken. Jeden Tag Schwefel, Schwefel, Schwefel. Also, und natürlich heute wird es ja eben vor etwa 15 Jahren hat das damalige Bundesgesundheitsamt hat damals eine Monographie geschrieben. Schwefel, ganz gefährlich und giftig und so weiter. Wie gesagt, es ist also gar nicht an dem. Schwefel ist etwas, was wir für so eine Wiederherstellung des Darms oder auch Reinigung des Darms, was passiert da ganz genau, wenn ich Schwefel zu mir nehme? Dreimal einen Teelöffel, also in Bolivien, da habe ich mehrere Patienten schon gehabt, die Internate leiten, auch die Soldaten zum Beispiel, nehmen regelmäßig den Schwefel, dreimal einen Teelöffel. Und mit Tieren können Sie es sehr schön machen. Die kriegen ein ganz neues, wunderbares, glänzendes Fell, dreimal täglich ein Teelöffel. Jetzt weiß ich nicht, bei Hunden und Pferden, da könnte es anders sein, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber mir haben von Hunden zumindest erzählt und Katzen muss es funktionieren. Mhm. Aber nageln Sie mich da bitte nicht fest. Macht man das auch, also dreimal täglich, wie lange macht man das? Also wie lange ja, Halleluja, das ist auch eine spannende Sache. Und zwar, also die Darmflora ändert sich und die bösen Bakterien, die für uns gesundheitsschädlich sind, sterben ab, gehen in Verwesung über und dann werden sie ganz entsetzlich stinkende Stühle absetzen. Wenn Darmgase kämen, ja, wenn hier sowas passieren würde, da ist der ganze Saal erstmal hier mausetot, ja, das ist wirklich schlimm. Und solange es unangenehm riecht, Sie brauchen keinen Doktor, keine Darmspiegelung, gar nichts, nur Ihr eigenes Geruchorgan wird Sie leiten, solange es unangenehm riecht, wissen Sie, oh weh, da sind noch Bösewichter, die weg müssen. Kann monatelang dauern. Krebspatienten ein halbes Jahr und noch länger. Und so lange sollte man es nehmen. Und so hole ich praktisch die Gifte aus dem Körper raus. Ist das so einfach? Der Schwefel macht gar nichts. Können Schwangere nehmen, können stillende Mütter nehmen, können Kinder nehmen. Der Schwefel ändert nur das Darmmilieu, sonst gar nichts. Also dieses Redoxpotenzial wird gesenkt.
Und deswegen natürlich durch dieses veränderte Darmmilieu kriegen die Guten einen Wettbewerbsvorteil, die Schlechten, die müssen weichen, weil die einen Wettbewerbsnachteil haben. Mhm. Und so kommt es zu einer Neubesiedlung des Dickdarms, damit zu einer Regeneration des Immunsystems und damit einer Regeneration der Gesundheit. Also es ist eine ganz einfache, logische, pathogenetische Kette. Das heißt, die Probiotika, die ja heutzutage gerne dann gegeben werden, um den Darm wieder zu sanieren, sind gar nicht unbedingt notwendig. Ja, nein, noch schlimmer. Also es ist ja, Sie kennen ja die Werbung, nicht? Also ja. Probiotikum, also meine Kapsel, also jede Kapsel enthält 1 Milliarde lebende Darmbakterien. Ja. Kennen Sie doch. Ja. Mag stimmen, 1 Milliarde Darmbakterien. Da haben wir vielleicht 200, 300 Milligramm lebende Bakterien. Mhm. Aber wir haben hier 2000 Gramm, also 200.000 Milligramm lebende Bakterien. Die lachen sich doch tot, wenn da jetzt diese... Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Also die Übermacht und natürlich das ideale Geschäftsmodell. Denn solange die Leute jetzt dieses Probiotikum schlucken, geht es ja ein bisschen besser, nicht? Das hält dann ein bisschen auch den Candida, die Candida-Überwucherung zurück. Also nehmen Sie es ein, ist es zwar nicht viel, aber doch, ein bisschen ist es besser. Mhm. Ja? So, kaum, dass Sie es aber absetzen, dann geht die alte Geschichte wieder von vorne los. Und was war meine Vision? Meine Vision ist, dass die Menschen frei werden. Wir müssen frei werden, letztendlich Angst vor Krankheit, Angst vor all diesen Dingen. Und dass sie unabhängig werden von mir. Unabhängig von mir und von den anderen Strolchen. Ganz wichtig. Ja? Das heißt also praktisch, wenn ich nur so ein Symbiotikum nehme, ja, dann ist das auch wieder nur im Prinzip wie eine Creme, richtig, die ja für eine Zeit was bringt, aber nicht ursächlich was ändert. Genau so ist es. Was mache ich denn mit Giften, die schon sehr lange im Körper drin sind? Wenn Sie das vorhin, wie Sie es vorhin erzählt haben, oft schon in der vierten Generation, dass so eine Vergiftung stattgefunden hat. Wie komme ich denn an diese Sachen ran? Auch über solche Geschichten? Also das Wichtigste ist gerade bei solchen schweren Erkrankungen, dass man wirklich mit einem mindestens 2- bis 4-wöchigen Fasten anfällt. Ja. Und das ist jetzt der große Casus Knactus. Deswegen sagt ja die Medizin, man solle nicht fasten, weil natürlich der Körper hat einen inneren Arzt und der sagt dann, Mensch, Halleluja, jetzt kommt da nicht mehr länger mehr Dreck rein. Da kann ich doch die Altlasten, die sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg hier angesammelt haben, rausschmeißen. Mhm. Und das kann manchmal sehr, sehr vehement überstürzt erfolgen und eine richtige Höllenfahrt darstellen. Also da kann dann Durchfall, Erbrechen, Fieber, Nachtschweiße, viele erzählen das, die haben wochenlang, müssen 5-mal in der Nacht das Pyjama wechseln, hier im Nacken, hier im Ausschnitt, richtig klatschnass geschwitzt. Also das kann wirklich hoch hergehen. Fieber, Halleluja, das Allerbeste, was uns passieren kann, dass wir Fieber bekommen. Vielleicht auch gleich bei der Gelegenheit, wenn Sie was Gutes tun wollen für Ihre Gesundheit, kaufen Sie sich eine Sauna und hocken sich jeden Tag in die Sauna rein. Selbst bei dieser Hitze jetzt, das ist immer gut. Man kann nämlich diesen Reflex üben, den Entgiftungsreflex, und der wird automatisch, auch dieser entzündungshemmende Reflex, wird automatisch durch Hitze ausgelöst, durch Kälte und durch Hitze. Am besten beides zusammen, also den Körper anwärmen in der Sauna und dann in das Tauchbecken rein. Dann haben wir die optimale antientzündliche Therapie. Und diese Gifte, jetzt nochmal zurück zu den Giften, das interessiert mich. Wenn die, das sind ja unterschiedliche Gifte, nehme ich mal an. Wenn die jetzt rausgelöst werden aus ihren Verkapselungen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ne? Genau. Sind die in der Lage, auch miteinander irgendwie ungünstige Dinge zu veranstalten? Das ist überhaupt nicht erforscht, wie ja die Wechselwirkungen sind. Man kann nur sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Denn diese chronisch eingelagerten, in den Geweben festhaftenden Gifte machen langfristig viel mehr Schaden, als wenn sie kurz und schmerzlos den ganzen Tag raushauen. Mhm. Es kann, wie gesagt, eine Höllenfahrt werden, das muss man sagen. Und deswegen ist es vielleicht gerade, wenn Menschen sehr starke Giftbelastung haben, angezeigt, dass man sich einen Therapeuten sucht, der da Erfahrung hat. Der einen begleitet. Der einen begleitet, absolut. Kann ich das eigentlich austesten, wie stark meine Vergiftung ist? Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Ich bin eigentlich eher so der Pragmatiker. Ich würde empfehlen, probieren Sie es aus. Mhm. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dass Sie merken, Mensch, Meier, ich kriege keinen klaren Gedanken mehr oder ich werde gleich ohnmächtig, weil natürlich die Gifte
besonders für das Gehirn schädlich sind. Also man kann richtig schwindelig werden, ohnmächtig werden und solche Dinge, epileptische Anfälle bekommen. Aber das sind die ganz großen Ausnahmen. Also wenn ich jetzt mal 80%, 90% der Patienten angucke, die haben diese Probleme nicht. Es ist nur die, wie soll ich sagen, die Interpretation. Verstehen Sie, wenn Sie an Schwangerschaft denken, nicht? Mhm. Bei der Schwangerschaft, da kriegt die Frau ja einen Tumor. Tumor ist ein lateinisches Wort für Schwellung. Ja, also haben Sie eine Schwellung und die Schwellung wird immer schlimmer. Ich glaube, ich muss mal zum Chirurgen oder so. Nein, die Interpretation ist halt eine andere, dass wir sagen, nee, der Tumor wird sich von selber erledigen irgendwann mal. Und deswegen versuche ich auch die Patienten immer aufzuklären. Alles, was jetzt geschieht, Halleluja, ist zu deinem Besten. Punkt aus. Das kann hoch hergehen. Ich erinnere mich, meine Tochter mit 3 Jahren, da hatte die 3 Tage und 3 Nächte hohes Fieber, 41 Grad Fieber. Große Kulleraugen, hat nicht gegessen, nicht getrunken, 3 Tage, 3 Nächte geglüht, ja. Damals, obwohl ich ja sonst ein leichter Waschlappen bin, habe ich mich ja immer von meiner Ex da manipulieren lassen, aber da konnte ich mich durchsetzen. Da habe ich gesagt, nein, die wollte ja sofort ins Krankenhaus. Nein, die hat noch einen klaren Blick. Wir lassen sie. 3 Tage, 3 Nächte. Dann waren nämlich die ganzen Erbgifte verbrannt, diese ganzen von den Vorfahren. Das ist ja der Grund, warum die Kinder diese hochfieberhaften Erkältungen haben. Ah, das ist ja interessant. Das ist natürlich, das Fieber verbrennt alles. Sie können auch die Müllverbrennung, das sind diese horizontal liegenden Hochöfen, da ist der Müll drin und dann wird auch Sauerstoff durchgepustet. Ja. Und der Sauerstoff, der verbrennt auch, das ist diese Pyrolyse. Und da gibt es genauso eine Pyrolyse. Ein ganz neues Baby hatten wir hinterher, 3 Jahre, ganz wunderbar. Und deswegen ist es ein Verbrechen, dass wir das Fieber wegnehmen, ein Verbrechen, die Impfungen, genau dasselbe. Also wenn wir da anfangen, dann werden wir gar nicht mehr fertig. Mhm. Aber es ist halt einfach so. Da muss man wirklich sagen, es gibt ja den bösen Witz, wo da 2 Freunde sich unterhalten und da sagt er dann, ja, mein Hund, der hat mir mal das Leben gerettet. Nee, wir hatten, naja, ich war schwer krank. Und da wollte der Doktor da zu mir zum Hausbesuch kommen und mein Hund hat ihn nicht an mein Krankenbett gelassen. Verstehen Sie? Und so ist es hier auch. Wenn du einen Doktor siehst mit der Impfung oder mit irgendwas, kannst du schon sagen, oh weh, Beine in die Hand, laufen. Mhm. Leider. Mhm. Klingt schlimm, ist auch schlimm. Ja. Sie haben das vorhin auch mal kurz angesprochen, das ganze Thema Blutuntersuchung, Dunkelfeld, Mikroskopie. Kann ich denn da bestimmte Dinge oder was kann ich da genau ablesen, wenn ich das mache? Also oder machen lasse? Also man kann natürlich sehen, die Funktionsfähigkeit des Immunsystems, also das A und O, der Schlüssel zur Gesundheit ist das Immunsystem. Ist es kompetent oder ist es schon geschwächt oder gar ganz inkompetent? Das kann man sehr gut abschätzen. Man kann auch zum Säure-Basen-Haushalt etwas sagen. Man kann zu der Stressbelastung, da kommen wir vielleicht zu dem Punkt 4 auch nachher noch, zur Stressbelastung sagen. Und leider muss man sagen, die allermeisten Menschen sind alle angstgesteuert. Mhm. Also das ist ja die künstliche Verknappung durch das System und alle sind immer in Angst und Not. Und also das ist wirklich ein ganz großes Elend. Jetzt wollte ich noch den dritten Punkt, das war ja die Entgiftung, noch zum Abschluss bringen. Da habe ich ja damals vor 21 Jahren das erste Buch hier im deutschsprachigen Raum geschrieben über die Algen. Und zwar speziell die Braunalgen, die Ascophyllum nodosum, haben bezogen auf das Eigengewicht die höchste Entgiftungspotenz. Das kann also jedem nur empfohlen werden. 2x2 Kapseln, damit der ganze Corpus Antichristi hier wirklich gereinigt wird. In Verbindung, weil viele Menschen haben nämlich ein zusätzliches Defizit an Vitalstoffen. Das sind die 5 wichtigsten Vitalpilze, also Reishi, Shiitake, Maitake und Cordyceps vor allem, dass wir das ganze Mikrofunktionsspektrum haben, damit wirklich die Entgiftung optimal funktioniert. Das wäre so ein Basispaket, wo auch Schwermetalle rausgehen, alle organischen, anorganischen Stoffe rausgehen. Und zwar wirklich auf eine sanfte Tour. Es gibt ja auch die Chelartherapie und ähnliche Therapien. Die können echte Rückstoßphänomene haben, wo sich die Leute schlecht fühlen. Hier mit dieser sanften, das ist eine Chelartherapie, kann man sagen, aber auf eine sanfte Art. Ich habe das hier auch mit Bildern genauestens beschrieben, wie das funktioniert. Und das ist also wirklich das Nonplusultra, möchte ich sagen. Vor allem für die Eigenanwendung. Mir geht es ja immer um die Eigenanwendung. Wir müssen das Primat der Therapeuten, müssen wir brechen. Das ist meiner Meinung nach das A und O, die große Befreiung. Vor allem, wenn wir anfangen, keine Angst mehr zu haben vor Krankheit, dann haben wir irgendwann auch keine Angst mehr vor dem Tod. Das ist einfach ganz fantastisch. Ach, hier habe ich es, sehen Sie, das ist das. Normalerweise verteilen sich die Gifte nämlich gleichmäßig im Körper. Und wenn wir dann diese Algen einnehmen,
dann bildet sich ja ein unlöslicher Komplex im Darm, der wird ausgeschieden und dadurch gibt es jetzt eine Störung. Es gibt hier einen Mangel an Giftstoffen und dann diffundieren die Giftstoffe aus den anderen Körperkompartimenten in den Darm, sodass also die Knochen, die verschiedenen Organe, das Blut ganz langsam, sanft über einige Monate hinweg immer mehr entgiftet wird. Mhm. Auf eine ganz physiologische, harmonische, nebenwirkungsfreie Art und Weise. Bekomme ich da auch Gifte, die zum Beispiel, weil Sie es vorhin angesprochen haben, Impfungen, also da bekomme ich ja auch Gifte in den Körper mit rein. Ja, natürlich. Bekomme ich das auch rausgezogen aus dem Körper? Ja. Ja, ganz genau. Das und ist ja das. Also ich nehme also erstmal den Schwefel ein und parallel dazu dann auch die Pilze und die Algen, um ganz gleich genau. Die Gifte, die richtig. Rausgeschwemmt werden, richtig. Zu binden, dass sie eingefangen werden und richtig. Nicht irgendeinen Ärger machen. Genau, genau so ist es. Ein ganz logischer, einfacher, kohärenter, konsistenter Therapieansatz. Und Entgiftung ist ja auf der einen Seite durch organische Stoffe, wie auch immer, im Körper vorhanden, gibt aber auch die sogenannte geistige Vergiftung. Ja, ne? Ja. Weil Sie es gerade gesagt haben, Angst ist ein ganz großes Thema, das Mangeldenken, das vorherrscht, immer schneller, weiter, höher, jeder will noch was abhaben vom Kuchen, unsere ganze Wirtschaft ist ja dementsprechend auch aufgebaut, dass es genauso funktioniert und wir da wirklich auch in Not sind, wenn wir nicht bewusst damit umgehen und welche Möglichkeiten haben wir denn da? Also da kann man ganz einfach mal beginnen und zwar mit der Augenlust. Einfach die Augenlust, ja. Also wenn Sie noch einen Fernseher zu Hause haben sollten, dann ist alles umsonst, weil da hat ja Goethe schon so schön gedichtet, nicht? Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten, wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Also wenn wir Knechte bleiben wollen, dann müssen wir halt gucken und Videos. Auch der Jim Rohn, von dem ich vorhin erzählt hatte, der Jim Rohn, dieser Altmeister der Motivationsleute, der hat gesagt, erfolgreiche Menschen haben eine große Bibliothek, erfolglose Menschen haben einen großen Fernseher. Ja. Also, oder eben also auch selbst hochintelligente Menschen, also ich staune, ja, also Leute, von denen man denkt, die sind normal, ja, ich frage da wieder, ja, ich höre schon zu, ja, verstehe mit dem scheiß Handy hier, da, ja, also mit diesem Smartphone oder Dumpphone, oder wie es auch heißen mag, ich höre Ihnen schon zu, ja, reden Sie ruhig weiter, ja, also die werden richtig zombifiziert, die Leute. Und wenn wir natürlich unseren Geist mit solchem Müll vollmüllen, dann wird es schwer, bewusst zu werden. Das ist ja logisch. Also permanente Information, die reinkommt und die uns einfach auch wirklich, und das ist ja wirklich formt. Ne? Ja, in Form. Wir werden gedrückt. Also übrigens, das ist jetzt, da gibt es ein Patent sogar, hat Facebook. Und zwar, wenn Sie jetzt mit dem Smartphone, die können bestimmte Frequenzen aussenden, die uns richtig gehend die Gehirnwellenstruktur verändert. Wir werden richtig zombifiziert durch diese Geschichten. Also grauenhaft, das ist übrigens ein Schlüssel. Nicht, dass das ist, gesagt, genau, das ist kein Handy, wie wir wissen, ja. Ja. Das also, heißt, genau. Das heißt also praktisch diese Inform, also dass wir auf den Geist einwirken oder eben einwirken lassen, je nachdem, das habe ich ja auch immer in der Hand. Also entweder ich setze mich einer Sache aus und lasse mich berieseln. Absolut. Oder aber ich fange an, mir eigene Gedanken zu machen, meine Gedanken zu beobachten. Ja. Sie empfehlen zum Beispiel die Meditation? Ja, absolut. Ist ja klar, was Sie vorhin so schön gesagt haben, nicht? Gesundheit muss von innen nach außen erblühen, nicht umgekehrt. Und genauso, wir werden, je mehr wir wissen, das wird uns nicht erlösen, ja? sondern die Meditation, die Stille, die Einsamkeit, das Alleinsein, die Beschauung, das ist eigentlich die Losung zur Erlösung. Ist ja auch wieder ein wichtiger Punkt. Wenn ich in die Wahrnehmung kommen möchte, brauche ich genau diese Innenschau oder überhaupt eine Idee, wie komme ich denn dahin? Ne? Richtig. Na gut, also man kann schon, wenn Sie gucken, im alten Griechenland, die Kassandra war blind, ja, Teiresias, das waren alles diese Propheten im alten Griechenland, die waren immer blind, nicht? Teiresias, der blinde Seher, der vor Troja und so weiter. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, Kushner, glaube ich, heißt er, das ist auch so ein israelischer Rabbi gewesen, so ähnlich wie der Schwiegersohn vom Trump, ja. Und der wurde dann langsam blind, weil er älter wurde und Makuladegeneration.
Und da haben dann die Ärzte mal angesprochen und haben gesagt, wir könnten mal eine Operation versuchen, vielleicht geht es gut und Sie können dann wieder sehen. Und da antwortete der Rabbi, das ist nicht nötig. Was ich sehen muss, das sehe ich. Verstehen Sie? Wir müssen wirklich, oder Angelus Silesius, der hat so schön gedichtet in seinem cherubinischen Band, dass man zwei Augen hat, die Seele. Das eine schaut hinaus in die Zeit, das andere richtet sich hin in die Ewigkeit. Und genauso hat es ja auch Rainer Maria Rilke in diesem wunderschönen Gedicht dargestellt. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist der Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren. Bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an. Sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Ja? Und also, Sie haben eben schon gesagt, mit den Gedichten, tatsächlich, das ist mein täglich Brot. Und zwar, um mal was Gutes auch von den Mohammedanern sagen zu dürfen. Da gab es ja den großen Mystiker, muss man sagen, den mohammedanischen Mystiker im 12. Jahrhundert, Rumi. Wunderschöne Bücher, drei Bücher, das Matnavi. Also wenn Sie so in den Analoggesetzen sich üben wollen, ja, also die hermetischen Gesetze, wie oben, so unten, wie außen, so innen, wie der Anfang, so das Ende, Mikrokosmos, Makrokosmos und solche Dinge, muss man das lesen. Und der Rumi, der hat das sehr schön poetisch gesagt. Wir müssen alle danach trachten, zu einer lebendigen Poesie zu werden. Und ich glaube, das wäre auch die Losung zur Erlösung für uns als Volk, dass wir endlich ein Bollwerk, ja ein ethisches Bollwerk aufbauen gegen diesen jetzt ablaufenden Bevölkerungsaustausch. Also dass man wirklich... Das vielleicht wegschneiden, ist ja alles so. Wir können sagen, dass man sich wirklich also um dieses Thema Achtsamkeit, Wachsamkeit, also dass man immer genau schaut, ne, im Außen, was nehme ich wahr und was macht das mit mir im Inneren, dass ich einfach auch nach innen schaue, die zwei Augen, eins nach außen, das andere nach innen. Genau. Und mich wirklich auf die, ja, das haben Sie ganz zum Anfang gesagt, als es darum ging, diese geistig-seelische Neuausrichtung, sich um die Freude zu kümmern. Ja. Also das, was das Herz zum Singen klingt, das, was mir wirklich Freude macht, damit sich zu beschäftigen, überhaupt erst mal nachzudenken, was ist das denn? Also ich beobachte manchmal, dass viele Menschen, wenn man sie fragt, wofür lebst du denn, wofür lohnt sich zu leben, was macht dir wirklich Freude und Spaß, dass die große Schwierigkeiten haben, spontan eine Antwort zu geben. Ja, ja. Und durch die Political Correctness, die uns ja verordnet ist, wird es ja immer schwieriger, weil wir immer mehr aus unserem Herzen eine Mördergrube machen müssen. Und wenn wir uns zu lange, zu stark verraten müssen, unsere eigenen Impulse, dann werden wir irgendwann zu Zombies. Hm. Und ich habe versucht, mein ganzes Leben authentisch zu leben. Und da kommen wir eben auch wieder in diese unangenehme Geschichte. Wie gestalte ich mein Leben? Also ich habe mir gesagt, okay, dann habe ich vielleicht nicht so viel Erfolg, habe nicht so viele Freunde, aber ich bleibe authentisch, wie Sie heute auch schon mitbekommen. Sie bleiben Sie selbst und sind ehrlich und dann weiß man auch, woran man ist. Und das ist natürlich... ja, natürlich auch eine wunderbare Geschichte, wenn man bei sich selbst bleiben kann und danach ist es auch wieder vorbei und gegessen. Und, aber man macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Genau so ist es. Eine Frage ganz zum Schluss, die interessiert mich. Also diese geistig-seelische Neuausrichtung, ich würde sie ja eher so an erste Stelle stellen. Nicht, also es ist der vierte Punkt. Aber ich habe gehört, Sie schreiben, Sie haben ja einige Bücher geschrieben, auch ein neues Buch, da geht es um das Thema Spiritualität, geistig-seelisch mit Bindestrich. Was hat da jetzt für Sie mehr Gewicht? Ist das eine zusammengehörige Geschichte oder geht es um die geistigen Aspekte, geht es um die seelischen Aspekte? Was hat die größere Bedeutung, wenn ich danach fragen darf? Das ist eine hochspannende Geschichte. Also die Historie war tatsächlich so, es hat angefangen mit der Ernährung, hat die Fortsetzung gefunden mit dem Darm, die Fortsetzung dann mit der Entgiftung. Und man kann sagen, 80-90% aller Patienten kriegen sie nur mit diesen drei Komponenten wunderbar hin. Und da sind die ja auch schon schwer geschockt, wenn man anfängt, Ernährung, was, ich darf nicht mehr mein Schwein sachsen. Also da ist man ja auch schon ein Außenseiter.
Aber dann brauche ich die auch nicht mit seelischen Dingen weiter so sehr zu quälen. Aber die 10-20%, die nicht weiterkommen, die müssen unbedingt eine neue Ausrichtung machen. Und wenn ich jetzt die neue Perspektive gerade nicht mit dieser Bevölkerungswanderung angucke, und ich glaube, warum, also das ist grauenhaft, wenn ich mir angucke, wie viele Menschen, jüngere Menschen, 20, 30 Jahre alte, junge Leute schon Krebs im Endstadium haben. Also jeden Tag kommen mindestens 2-3 Briefe in den letzten Monaten, wirklich ganz schreckliche Schicksale, da dreht sich mir richtig das Herz um, das ist fürchterlich. Und muss ich schon sagen, da wäre dann wirklich unbedingt notwendig, vielleicht auswendig lernen, dieses schöne Kirchenlied, was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Dass wir viel mehr aufhören mit der Faust, eben die geballte Faust zu haben, sondern dass wir die Hand öffnen. Das ist ja wunderschön auch zu beobachten, wenn Sie sagen, zu Todkranken gehen. Solange noch die Faust ist, da komme ich morgen wieder. Und dann, wenn die Hand aufgeht, dann wissen Sie, jetzt ist er bereit, jetzt wird es wirklich spannend. Und dann, also wir müssen viel mehr wieder in diesen Fluss des Lebens, der mit Entstehen und Vergehen natürlich zusammenhängt, hineintauchen. Aber für den Moment, fürs Erste, und die meisten haben ja nicht so schlimme Krankheiten, fürs Erste würde ich sagen, geh hin und sündige nicht mehr, auf Bewusstessen, Kaukultur, ja, eben auch im Sitzen essen, nicht Befehle geben, nicht, das ist ja das Normale, beim Mittag hast du deine Hausaufgaben gemacht und hast du schon eingekauft und nicht diese, nein, das ist das heilige Abendmahl, nicht am Sonntag von 10 bis 12 und sonst sind wir die alten Strolche, ja, und dass wir einfach mit der Ernährung anfangen, den Darm, das geht ja leicht, dreimal täglich ein Teelöffel Schwefel, nicht, das stinkt zwar fürchterlich, auch eine Art Einweihung. Denn morgen kommt ja mein Chef zu Besuch da, wenn da was passiert und so. Und dann unterbrechen die Blödel, aber wenn die unterbrechen, dann fangen die natürlich gleich wieder an zu überwuchern. Das ist wie wenn sie eine Wunde hätten. Sie müssen der Wunde Zeit geben, abzuheilen. Wenn sie da einmal in der Woche für eine Sekunde kratzen, dann wird die Wunde nie abheilen. Ja, also jeder Prozess, auf den man sich einlässt, der braucht einfach auch seine Zeit, geht bestimmt auch durch chaotische Zeiten hindurch, ganz genau. Ist anstrengend, braucht Geduld. Ganz genau. Dann wieder die Wachsamkeit und dieses genaue Beobachten, wie weit gehe ich denn, wie viel brauche ich von was. Und immer mit dem Fokus, also ein Ziel. Sie haben das auch ganz zum Anfang unseres Gesprächs erzählt. Sie hatten eine Vision. Sie wollten bewusst wirklich etwas anders machen und ihren Fokus haben sie ganz bewusst von der Krankheit weg auf die Gesundheit gelenkt und sind damit sehr erfolgreich für sich selbst, haben vielen, vielen Menschen helfen können und einen sehr, sehr spannenden Weg aufgezeigt, eine sehr spannende Methode. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, für die vielen, vielen Informationen. Sehr, sehr interessant. Herr Dr. Probst, Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich hoffe, Sie konnten viele Informationen mitnehmen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Querdenken TV.